Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, vorab vielleicht zwei Grundsätze. Ich habe mir vorgenommen, nicht das zu wiederholen, was andere schon gut gesagt haben. Insofern, Herr Kollege Schrumpf, das, was Sie vorgetragen haben mit Bezug auf Johannes Rau, was die Grundsätze der Denkmalförderung angeht, kann ich nur einen Haken dran machen. Und an unser Wahlprogramm, was Sie vorgetragen haben, kann ich auch nur einen Haken machen. Insofern will ich es nicht wiederholen. Das steht im Protokoll und das ist so. Das Zweite ist der Grundsatz, den unser Fraktionsvorsitzender eben vorgetragen hat. Wir werden eine konstruktive Opposition sein und das, was wir gut finden, werden wir auch entsprechend als gut benennen. Und da unser Wahlprogramm hier schon eine Veränderung vorgesehen hat, gesagt hat, diese Behandlung insbesondere des Ehrenamtes und der vielen Menschen, die ehrenamtlich engagiert sind, die muss wieder geändert werden. Insofern können wir diesem Anliegen zustimmen. So ganz allerdings mag ich die Kritik an der Vergangenheit nicht akzeptieren, weil sie hat ja immerhin dazu geführt, dass über die Möglichkeiten der NRW-Bank wir deutlich mehr Mittel auch für die Denkmalförderung in anderen Bereichen, zugegebenermaßen eher den größeren Projekten, haben generieren können. Und hier macht es in der Tat Sinn, auch dieses Programm, was ja gut angenommen wird, noch mal zu untersuchen und vielleicht auch weiterzuentwickeln. Aber was stimmt, dass insbesondere die kleineren Initiativen in den letzten Jahren zu kurz gekommen sind. Ich mache allerdings an dieser Stelle auch darauf aufmerksam, dass wir hier über einen Bereich reden, der haushaltssystematisch den sogenannten freiwilligen Leistungen zugeordnet ist. Das ist immer ein Problem, weil wenn wir über Haushaltspolitik reden, ist das immer der Bereich, die freiwilligen Leistungen, die am ehesten infrage gestellt werden. Deshalb haben andere Bereiche ja die glorreiche Idee entwickelt, sogenannte gesetzliche freiwillige Leistungen zu kreieren, indem nämlich ein Gesetz gemacht worden ist, Kulturfördergesetz, Naturfördergesetz und so weiter, das dann stärker geschützt ist. Insofern rege ich an, dass wir grundsätzlich diese freiwilligen Bereiche auch daraufhin untersuchen, welche wir meinen, dass sie zur Grundausstattung unseres Landes, weil eben in weiten Bereichen das Ehrenamt betroffen ist, dazugehören und insofern unser aller Anliegen sind. Das ist in der Tat bei der Denkmalförderung und beim Denkmalschutz insbesondere in Bezug auf das Ehrenamt der Fall und insofern hier die Möglichkeit, auch im Ausschuss das vertieft zu diskutieren. Herzlichen Dank.